So, dann hat er jetzt erstmal ordentlich das Brot da weggehauen. Und neues Brot haben wir nicht. Also wir haben noch Pilzsuppe hier. Die hebe ich mir aber erstmal auf, weil ich gehe jetzt erstmal ernten. Und neu anpflanzen, weil wir können ja mal einen kleinen Abstecher zu unserem provisorischen Acker machen. Wo wir uns dann mal eben die Weizengeschichte uns da mal holen. Mal gucken, ob der schon fertig ist. Wo ist denn mein Feld hier? Wo ist denn mein Acker? Hallo? Jetzt haben die Hasen alles aufgefuttert oder was? Nein, hier. Ja, da sieht er gut aus. Also ich glaube, der ist doch auch schon wieder gar. Der ist fertig. Ja, prima. Da hauen die Hasen ab. Die sind schon ganz aufgeregt, wenn ich hier loslege. So. Also man kann das übrigens auch langsamer machen, ne? Also man muss das jetzt nicht so machen wie ich. Man kann das auch ganz gemütlich machen. Nur ich spiele halt immer ganz gerne so den Rasenmähermann, ne? So. Und da gucken selbst die Hasen erstmal blöd, ne? So, 47 Stück haben wir davon. Und ja, ich würde sagen, wir pflanzen auch gleich wieder neu an. Was soll das hier? Ne, ich meine, da geizen wir jetzt hier gar nicht rum hier. Das kann dann auch wieder schön in der Zeit hier gedeihen. Somit haben wir schon mal immerhin eine relativ einfache, ja, wie sagt man, Lebensmittelgewährleistung. Ne, von Gewehren, nicht von Schießgewehr. Und, jetzt kommen die ganz niedrigen, Leute, jetzt kommen die ganz niedrigen, lustigen Bemerkungen und Witzchen hier raus. Ja, ja, das ist hier schon zu viel gespielt, Minecraft, glaube ich, hier, irgendwie kriege ich langsam so eine Bunkermanie oder so. Unglaublich. Wenn jetzt was übrig bleibt, dann werde ich übrigens gleich mal ein paar, Hühner füttern. Die können wir auch schon mal anfangen, so ein bisschen zu züchten. Ja, es bleibt sogar was übrig, 5 Stück. Ja, ist ja prima. Jetzt gucken wir mal, wo hier die... Da liegt ein Ei. Also hier hat schon Huhn ein Ei gelegt. Vor Aufregung. Weil Hasen legen ja keine Eier, außer die Osterhasen. So, jetzt gucken wir mal, wo die Hühner sind. Hallo. Da ist schon das erste. Da ist das zweite. Komm mal mit. So, und jetzt macht ihr mal ein bisschen Tricke-Tracke. Einmal du und einmal du. Ja, ne? Schön Schäferstündchen machen. Und dann geht das los mit euch. Und schon haben wir ein kleines Huhn. Ach, ihr habt euch aber schnell verdoppelt. Jo. Haben wir hier noch mehr Hühner? Nö. Da geht's um. So, weißt du was? Jetzt gehen wir hier mal in eine Höhle rein. Ah, ne, jetzt erstmal bringe ich den Weizen weg. Jetzt kommen die Hühner mir auch noch hinterher. Hier ist ja gruselig. Angriff der Killerhühner. So. La La Gallina. So. Heißt eigentlich nicht La Gallina, sondern La Bambolina. Una Bambolina. La 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 la. Ah, war mal so ein richtig nicer Track. Der war mal richtig cool. Auch so Eurodance-Bälle. War immer ganz cool. Was mache ich hier eigentlich? Achso, ich wollte hier mal eben ein bisschen neues Brot machen. So, dann machen wir mal ein bisschen Brot. Ja, Weizen, wie gesagt, hebe ich jetzt auch erstmal nicht auf, weil Kühe sehe ich hier nicht, die ich anlocken könnte oder Schafe. Die habe ich ja gekillt. Aber zwei bleiben eh übrig. Die sind dann also als Reserve. Und schön. So, dann haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal wieder ein bisschen Brot. Das packe ich einfach mal hier rein. Das Ei packe ich da auch rein. Das brauche ich ja nicht in der Höhle. Genauso wie hier die ganzen, ja, Samen. Die benutzen wir dann einfach jetzt zukünftig, um die Hühner dann halt zu füttern, sodass die sich dann halt schön vermehren. Hier gibt es erstmal nochmal kurz ein bisschen Brot. Davon werde ich mir mal kurz so 1, 2, 3, da nehme ich mir mal 3 Stück mit in die Höhle mit runter. Fackeln habe ich bei, zum Hochbuddeln habe ich Erde bei, die 4, die ich obligatorisch immer mitnehme. Wie sieht es eigentlich mit meinem Schwert aus? Ja, das ist auf 50%, ich glaube, das sollte eigentlich für so eine Höhlenaktion reichen. Ich gehe prophylaktisch auch nochmal eben eine Runde pennen, drehe mir derweilen erstmal eine Zigarette. Wahrscheinlich ist die Nacht in Minecraft schneller um, als ich erstmal die Blättchen aus der Verpackung rausgeholt habe. Ich sollte mir mal wirklich angewöhnen, E-Zigaretten zu rauchen, die sind wirklich gesünder und vor allen Dingen müsste ich die nicht immer erst drehen. Weil Leute, tut einfach so, wie ob ich schlafe, aber ich gönne mir jetzt einfach mal nochmal ein Zigarettchen. Irgendwie habe ich mir verdient, bin ich der Meinung, weil ich habe eben neues Leben geschaffen. Mit einem einfachen Weizenkorn habe ich einen Huhn geschaffen und das ist doch schon mal was. Und das hat sogar noch ein Ei gelegt. Also, und der Hase hat es vorgetäuscht, ne? Naja, Ostern ist vorbei. Hatten wir ja erst kürzlich, oder? So, zünden wir mal noch den Glimmstängel an. Hm. Oder auch von mir immer als Sargnagel tituliert. Tituliert, geil. So, und jetzt aber ab in die Höhle hier. Nicht lange rumschwafeln, sondern jetzt gehen wir einfach mal da, wo wir da gesehen haben, da war ja da so eine Einstiegsluke.
Und da gehen wir jetzt einfach mal rein und erhoffen uns, dass wir hier mal so ein bisschen auf Kohle stoßen werden. Wo war das jetzt gewesen? Ne, hier war der Teich. Irgendwo war das doch hier, oder? Da, wo ich gesagt habe, huch, nicht reinfallen. Hier, ne? Ja. Naja, komm, dann hüpfen wir mal hier rein. Zack. Und dann gucken wir uns mal den ganzen Spaß hier mal an. Und der Spaß, der hat hier schon sein Ende. Ja, ist ja auch geil. Ah, da geht's aber rein. Ah, hier geht's ein bisschen tiefer. Oh, schön. Ja, Eisen. Ja, was soll ich denn. Oha, okay. Ja, was soll ich jetzt mit Eisen? Ganz ehrlich, Freunde der Nacht. Eine Rüstung bauen. Okay. Überredet. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Huch. Da geht's anscheinend tief hinab runter. Naja, so tief auch nicht. So, da geht's auch noch mal nach unten und da sehe ich noch mal Eisen. Kommt hier einer? Vielleicht sollte ich meine Fackel hier einsetzen. Schön in die Mitte. Da höre ich auch schon wieder Wasser plätschern. Da muss ich doch glatt schon wieder auf Klo gehen, mal eben ein bisschen urinieren. Oh ja, jetzt geht's unter die Gürtellinie. Jetzt hat er so viel Minecraft gespielt. Jetzt geht's. Oh. Also würde ich jetzt Cave Design machen, wäre ich hier doch schon mit den vorgegebenen, ja, galanten Formen hier sehr einverstanden. Das hat ja schon wieder fast gotischer Baustil. Und ich sehe Kohle, Freunde der Nacht. Und schlechten Unterhaltungen. Na, die holen wir uns doch. Und wer ist er hier? Och. Och, Mensch. Och. Ja, och, nein. Oh. Hat er sein Gehirn verloren? Gehirn. So. Und springt mir hier Kinder in den Nacken, Freunde. Ich hol mir jetzt hier die Kohle aus dem Fels. Ich brauche Kohle und nicht wenig. Ja, sehr schön. Naja, wenigstens etwas. Kohle suchst du, Kohle gefunden hast du. Ah, Leute, ich bin hier voll dabei, ob ihr es glaubt oder nicht. Das ist hier immer noch die zweite Season übrigens. Ich bin hier nicht erschöpft oder so. Schon leicht verwirrt, aber immer noch voll dabei hier. Und es geht weiter in die Tiefe. Es geht weiter in die Tiefe. Oh je, oh je, oh je. Und hier ist es ziemlich dunkel. Ich glaube, eine Fackel tut sich hier ganz gut. Wollen wir da mal noch weiter runtergehen oder? Hoffentlich komme ich wieder hoch, also. Oha. Oh. Jetzt gabelt sich das Ganze hier. Ja. Wo lang wollen wir? Da, wo die Kohle ist. Ich glaube, Kohle ist da ganz gut. Probieren wir es mal. Da finde ich eh nicht mehr raus. Aha, hier ist zu. Da ist nichts mehr. Mal kurz abstreifen. So, es geht weiter. Hier ist jede Menge Kies. Also, wenn wir Kies brauchen, haben wir ja auch Kies. Aber für einen Bunker brauchen wir eigentlich nicht ganz so viel Kies. Oh, da kommt einer. Was ist denn das für einer? Ich habe Angst. Der hat Pampers um, der hat Pampers um. Also Zombies mit Pampers, die mag ich ja überhaupt nicht. Lass mal, rennt hier mit dem Schlüpper durch die Gegend. Ist ja unglaublich, alter Exhibitionist, ey. Oh. Exhibitionistenattacke, ey. Ist hier irgendwo Jochen Taubert oder was? Hol ich mir doch glatt erstmal hier das Ding hier aus dem Stein raus. Man wusste es doch. Also hier gibt es mehr Eisen als Kohle. Ach, aje. Hier ist Moosstein, Leute. Oh, oh. Ja, das habe ich mir gedacht. Nein. Das ist ein Spawner. Oh. Das Ding, das muss ich jetzt erstmal safen hier, ey. So. Und da auch noch. Oh, und schon sind die Fackeln alle. Geil, ich habe keine Fackeln mehr. Ich bin voll aufgeregt. Hier ist ein Spawner, ey. Ein Zombie-Spawner. Ey, hier könnte ich neben meinem Bunker direkt eine Zombie-Falle bauen. Finde ich ja auch cool. Was ist denn da drin? Cool, ich kann mir eine Angel bauen. Was ist denn das? Goldene, was? Goldene Pferderüstung. Ein Eimer. Namensschild. Weizen. Cool, kann ich mir wieder Brot machen. Ein Sattel. Kann ich reiten hier. Klasse. Ja, was haben wir da noch drin? Oh! Record Disc. Eine Schallplatte. Die C418. Cat und einmal die Schallplatte C418-13. Ja, und nochmal ein paar Sattel. Und Redstone. Na Mensch. Ja, das lassen wir mal hier. Das geht ja nicht verloren.
Und das ist ja soweit gesaved, glaube ich. Ja. Wir haben ja eh keine Fackeln mehr, also aus dem Grund. Aber ich habe ja Kohle, ne, mitgenommen. Oder hatte ich nicht Kohle? Doch hier. Wenn ich jetzt geschickt bin. So. Nehme ich mir die Hälfte. Ist ja aufregend. Oh, der ist aber sauer. Das ist der Opa. Was hat denn der umgebracht? Den haben sie Schrauben da reingeschraubt in die, in den Hirnlappen rein. Ist aber auch sehr ungesund. Das rostet ja, ne? Das ist ja, oh, da ist schon wieder Eisen. Ja, aber, ja, hier, nehmen wir mit, oder? Ist da hier offen jetzt, oder? Ach, guck an, da ist hier einer. Da ist wieder Mr. Hallo? Na? Oh nein! Hilfe! Ich hau dir auf die Füße! Ich hau dir auf die Füße! Und da hau ich dir nochmal auf die Füße! Und dir hau ich auch auf die Füße! Immer auf die Zehenspitzen rauf! Na komm, da geht noch was! Und du hast ja gar keine Augen! Ich bin schon völlig fertig mit meinen Nerven. Oh. So, seid ihr jetzt da fertig mit eurem Konzert oder was? Eure Sachen hole ich mir gleich. Erstmal hole ich mir das Eisen da oben raus. Oh, mein Gott, nee, ist das eine. So, Leute, jetzt habt ihr mal ein bisschen Action gehabt. Ihr merkt schon, der Unterhaltungswert, der steigt hier schon wieder beim Game-Gespenst. Kaum ist er in der Höhle drin und es geht hier um Cave-Design oder irgendwelche Monster, die hier einen erschrecken tun. Da findet er doch glatt hier noch so einen Spawner, ne? So. Also, das ist doch mal wieder wirklich unglaublich, was man hier wieder alles erlebt. Wenn man in so eine Höhle geht. Also, in den Höhlen erlebt man immer am meisten, finde ich. Zum Beispiel, dass man jetzt 21 mal Eisenerz hat und gerade mal 12 mal Kohle hatte. Cool, da liegt ein Bogen rum. Den nehme ich mir auch nochmal mit. Und hier liegt auch nochmal Eisen rum. Ja, also Eisen, es gibt hier wirklich mehr Eisen als Kohle. Das ist erschreckend. Was nützt mir Eisen, wenn ich das nicht schmelzen kann? Also immerhin kann ich mir jetzt eine Rüstung bauen. Also da, den Luxus, den gönne ich mir jetzt einfach mal. Ich meine, bis jetzt hatten wir ja nun wirklich arschvoll Glück gehabt, dass wir hier wirklich mit dem Monster und so rechts nochmal haben. Hab ich jetzt eigentlich auch Pfeile? Ja, einen Pfeil habe ich ja. Da nutzt mir der Bogen auch nicht viel. Sag mal, ist hier wirklich nirgendwo Kohle? Wo geht's denn hier hin? Ich glaube, ich habe mir ja eh schon verlaufen. Also ich entscheide mich mal. Was ist denn das? Ach, das ist wieder dieser Kopflose. Was hält der denn da in der Hand? Was hält der denn da in der Hand? Was ist denn das, was der da in der Hand hält? Ach, das sind zwei oder was? Ich dachte gerade, der hat da. Das sind zwei. Einer mit Kopf und einer ohne. Ja, links und rechts und links und rechts und oben und unten. Habt ihr da unten Kohle gesehen? Jetzt könnt ihr mir eh keine Antwort mehr geben. Ihr seid ja eh schon tot. Also, ihr Untoten, ihr. Undankbares Pack. Aber hier auch weit und breit nichts mit Kohle. Keine Kohle hier, ey. Zum Glück habe ich noch Spitzhacken bei. So. Erstmal schnell wieder hier hoch. Ja, also hier ist, geht's nicht weiter. Also dann bleibt ja nichts anderes übrig. Ja, dann muss man hier mal halt hin. Dann mache ich hier mal auf, dass ich weiß, okay, da geht's lang. Positioniere ich mir gleich mal auf der rechten Seite eine Fackel. Und mal gucken, ob ich hier ein bisschen auf Kohle stoße. Sieht mir nicht danach aus. Hier sieht es mehr danach aus, so wie wieder Wasser da ist, ja. Tatsächlich. Wasser. Und da hinten sehe ich Kohle. Okay. Ah, okay. Oh. Aber hier ist aber dunkel drin, also. Ich muss euch mal hier ein bisschen Licht machen. Und, ja, das nehme ich mir auch mit hier, ne? Ist ja klar. Sind wir uns einig, ne? Na toll, das ist hier auch kaputt. Ich will gleich mal die nächste nehmen. Da grunzt einer. Ich glaube, ich kriege gleich Besuch. Ja, ich krieg Besuch. Da liegt ein Gehirn.
reingewaschen durch den Brunnen. Prima. Ah, da ist Mr. Skeleton. Und wartet da drauf auf irgendwas. Keine Ahnung. Ich werde jetzt mal eben mal hier den Block lösen. Vielleicht fällt er runter, vielleicht auch nicht. Nein, er fällt doch. Ja, das ist jetzt ein bisschen suboptimal, was ich hier mache. Ist mir aber egal, ich brauche die Kohle. Ja, und den hau ich einfach mal eben auf den Dez. So. Ja. Und tschüss, Kumpel. Hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Ja, ich muss hier mal eben... Ja, genau, ich mache hier mal eben mal Licht hin. So, also zumindest gibt's hier Kohle. Das ist schon mal gut. Wer hat jetzt hier geschossen? So, da kann nichts passieren, außer dass ich die Kohle kriege. Prima. So, das haben wir jetzt erstmal alles. So, jetzt sehe ich da hinten noch Kohle. Da sehe ich noch ein Leben. Das hole ich mir auch noch. Okay, hier ist noch so eine Nische. Können wir auch mal eben ausleuchten. Und hier ist auf einmal jetzt hier Wasser. Das Wasser, das können wir theoretisch mal eben stoppen. So. Okay. Die nehmen wir uns natürlich mit. Da ist noch mehr. So, da haben wir sie. So, und es geht... Da ist Lapis. Lapis kann ich... Habe ich keine Eisenspitzhacke. Brauche ich auch erstmal nicht. Aber wenn wir Lapis da schon gefunden haben, haben wir schon eine gewisse Grundtiefe erreicht. Ich höre auch Lava blubbern. Ich weiß nicht, ob ihr das auch alles wahrnimmt. Diese ganzen akustischen Geräusche jetzt hier gerade. Aber es ist mir auch alles völlig egal momentan, weil ich bin ja voll fasziniert, dass ich hier Kohle gefunden habe. Weil die brauchten wir ja ganz dringend. Die werde ich jetzt erstmal sofort in den Ofen reinknallen. Dann können unsere Cleanies nämlich erstmal wunderbar schmelzen tun. So. Haha. Ist da noch mehr? Ups, ups. Nee, ist nichts mehr. Ja, Lapis. Da ist nochmal Kohle. Ich hoffe nur, dass wir hier irgendwie mal wieder rausfinden sollten irgendwann. Das ist ja bei mir immer so eine Sache. Ich verlaufe mich immer so gerne. Ich gehe jetzt einfach mal hier nach oben, weil ich da irgendwie auch Kohle gesehen habe. Und Eisen. Also die Rüstung ist mir auf jeden Fall mein. Kann man so sagen. Ist das alles anstrengend hier. Gibt es eigentlich den Beruf Minecrafter? Ich glaube, dann würde ich mich glatt bewerben. So. Jetzt aber. Her mit dem schwarzen Gold. Sieht in diesem Texturenpaket übrigens recht gut aus. Sehr, sehr smoothig das Ganze. So, hups, 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 mal hoch hier. Ich will alles haben. Ich nehme alles mit. Oh, das ist eine richtig schöne Ader. Da hinten ist auch noch mal ein bisschen. Prima. Ja, so muss das sein. Schön. Ja, da, genau so habe ich es gewollt. Sehr gut. Da kommt jetzt einiges zusammen. Das reicht erstmal wieder eine Weile. Das sieht gut aus. Hat sich auf... Ja, prima. Na endlich. Das sind die Kohleadern, die ich mag. Da ist jetzt wirklich einiges. Selbst da unten noch. Die holen wir uns zum Schluss raus. Erstmal nehme ich mir mal die noch mit. Und da oben noch. Da auch noch. Da auch noch. Geil. So. Haben wir alles? Ja, da war jetzt noch... hier haben wir alles abgegrast. Jetzt hier die noch. So, jetzt haben wir aber alle. Wie viel haben wir denn insgesamt? 64. Hey, wir haben über ein Stacken. Das ist doch schon mal in Ordnung. Das ist doch mal eine kleine Hausnummer, die cool ist. Ich würde sagen, reicht eigentlich auch, oder? Wir können ja mal gucken, ob es hier rausgeht.
Ich glaube eigentlich nicht, also zumindest sind wir von dem, sind wir hier nicht hergekommen. Weil hier ist ja auch noch nichts ausgeleuchtet, ist ja alles dunkel hier, wie ihr seht. Wir können ja trotzdem mal versuchen, ob wir hier rauskommen oder ob hier. Ne, hier ist einfach nur Totentanz. Hier hört zwar irgendwie, hört man, ich kann ja mal eine Fackel setzen. Ja, man hört hier ein bisschen was, aber hier ist tatsächlich Entetrente. Auch so sehe ich hier keine Ärzte mehr oder sonstiges, was für uns von Interesse sein könnte. Aus dem Grund gehen wir einfach mal wieder zurück hier. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, der ganze Spaß. Da war wirklich jetzt eben ordentlich Kohle drin. Coole Sache. So, jetzt versuchen wir mal den Fackeln mal hier irgendwie zu folgen. Habe ich mich gerade erschrocken. Aber ich sehe da nämlich noch was, was ich haben will. So. So, da sehe ich auch noch was. Das will ich auch haben. Und, hier bin ich ja hergekommen. Jetzt kann ich theoretisch auch hier den Wasserlauf mal eben stoppen. Eine Fackel setzen. Oh, da ist noch Gold. Und Lava da unten auch. Und Kohle oben geht es auch noch irgendwo hin. Nehmen wir erstmal mit, würde ich sagen. Weil wenn wir schon hier sind, lasse ich das ungern hier zurück. Die wird ja nicht schlecht. Da hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Prima. Ja. Blub. Ob jetzt hier gleich das Wasser rausschießt? Ja, es schießt raus. Aber egal, nicht so viel, dass ich ersaufen tue. Und ich habe auch das, was ich haben wollte. So, merken wir uns fürs nächste Mal. Ich würde sagen, hier haben wir jetzt erstmal genug erwirtschaftet. Hier sehe ich noch übrigens Eisen. Was ich mir nochmal eben mitnehmen werde. Warum liegt denn hier so viel Eisen rum, ey? Ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, da kann man sich doch glatt auch nochmal, wenn ich die Rüstung gebaut habe, vielleicht sogar nochmal, da fällt bestimmt noch eine Eisenspitzhacke ab. Dann können wir beim nächsten Mal Gold und so ein Zeug mitnehmen. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wofür. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich hatte mir hier irgendwo einen Zugang gelegt. War das hier? Da sehe ich zum Beispiel Kohle noch. Also hier ist hell. Da war, ja, hier genau, hier war das. Die nehme ich nochmal eben mit. So, und dann gucken wir einfach mal nach. Also hier bin ich auch auf jeden Fall lang. Weil da sehe ich Fackeln. Wenn wir mal den Fackeln nachgehen. Irgendwo muss ja hier auch der Spawner sein. Wir hatten ja hier einen Spawner gefunden. Da ist auch schon wieder Eisen, ey. Ey, was macht ihr denn hier? Ey, wächst das wieder nach, oder was? Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist voll die Eisenmine hier. Ja, also die Rüstung, die ist mir auf jeden Fall sicher, also. Da gibt's gar keine Frage, also das ist ja. Guckt euch mal an, ey, wie viel Eisen hier ist. Ja, fast genauso viel wie Kohle, ey. Wenn nicht sogar mehr. So. Also es hat sich gelohnt hier. So, jetzt müssen wir irgendwie hier rausfinden. Wo war denn jetzt der Spawner hier? War das da unten? Oder war das hier lang? Hier war das. Oder? Na klar. Das war hier gewesen. Och. Ja. Du. Wieso spawnt ihr denn hier? Ich habe doch alles gesaved, oder? Da läuft doch schon wieder irgendwo einer. Soll ich mir den ganzen Krempel hier mal mitnehmen? Ja, ohne mich, du. Ja. Weiß nicht, soll ich das hier mitnehmen oder soll ich das hier drin lassen? Oder ich kann ja mal die Spinnfäden mitnehmen. Kann ich mir eine Angel bauen? Lass das mal alles hier. Ja. Hier, den Weizen können wir ja noch mitnehmen. Eimer können wir mitnehmen. So. Ja, von mir aus nehmen wir das auch noch mit, aber eigentlich wüsste ich gar nicht, was ich damit soll, aber
Sattel. Ist das hier eigentlich stackbar? Ne, ach, das ist ja sogar stackbar, ist ja prima. Redstone, na gut, ja. Ja, und Schallplatten hier halt. So. Nehme ich jetzt die Kisten auch noch mit. So. Ist ja klasse, da alt mitgenommen. So. Weiter geht's im Text. Wo geht's raus? Ja, wo geht's jetzt hier wieder raus hier? Da oben? Geht's hier raus? Ich glaube schon. Oder? Ob's hier rausgeht? Ja, genau, hier bin ich lang. Da habe ich ja noch gesagt, ne, hier. Au, oh, da höre ich auch schon einen Huhn. Und Wasser raus. Oh, da ist so ein Huhn. Hallo, Huhn. Na? Da geh mal da lieber nicht runter, du. Da sind voll komische Gestalten da unten drin, du.